Jetzt habe ich das Mikro gar nicht wieder aktiviert. So, und damit willkommen zurück zum zweiten Teil. Ja, zurück auf der Erde, nennen wir es mal so. Jetzt zeige ich dem lieben Flottenadmiral hier mal so ein bisschen unsere Erdbasis, wo auch immer er gerade ist. Er ist schon verschwunden. Ja, ich bin gerade schon am Erkunden. Also hier, wie gesagt, hier hinten habe ich so ein kleines Lager gebastelt. Funktioniert leider nicht ganz so, wie ich mir das gewünscht habe, denn in dem Moment, wo ich die Sortierer dauerhaft laufen lasse, zieht er sich leider alles nur im Kreis. Das ist ein bisschen... Könnte das daran liegen, dass du den Ausgang nicht mit Förderbandsortierern verriegelt hast? Doch, hier ist einer. Hier ist einer. Aber der hat dann eben auf der... Der hat eine Blacklist und hat da nichts draufstehen. Nee, das ist, wenn du eine Whitelist einstellst, setzt der automatisch alles andere auf die Blacklist. Ja, ist ja egal, ich habe ja nichts drauf. Weil er soll ja im, also hier soll ja auch alles wieder rausgenommen werden können. Denn hier geht's ja dann über die Zentralleitung auch zu meinen Druckern. Ja, die Sache ist, ich bin mir nicht sicher, ob das Ding, ist das Ding gerichtet? Ja. Nach draußen. Also hier geht wirklich nur immer alles raus. Deswegen findest du hier auch bei den unteren Leitungen keine Sortierer und hier oben kommt alles rein. Deswegen hat hier jeder Container seinen eigenen Sortierer. Schalte ich hier oben die Sortierer aber auch alle an, dann pumpt der alles permanent im Kreis. Weil natürlich die Sortierer sagen, zieh alles rein. Und dann ziehen die sich im Prinzip ihren eigenen Schlotz aus dem Container im Kreis. Okay. Ja, okay. Müsste man vielleicht mal im Forum nachfragen, wie man das Problem beseitigen kann. Kannst du vermutlich nur abwechselnd an- und ausschalten, dann bist du da. Ist aber auch egal. Also hier ist mein kleines Lager. Ne, hier kommen halt alle fertig produzierte Gekrempel rein. Hier drüben, wie gesagt, so ein kleiner Vorratsbereich mit eben Hydrogentanks. Da hatten wir ja gerade drüber gesprochen. Also man kann auch hier tatsächlich in den Tanks einiges lagern, hat mir der Kollege erklärt. Man muss dann eben nur bei dem Schiff einstellen, was man befüllen möchte, dass es sich eben alles rauszieht. Ja. Eine Idee, die ich jetzt gerade hätte, wie man das vielleicht mit den Containern da lagern ändern könnte, wäre, wenn du vielleicht oben, ne, sowohl den Hin- als auch Rückweg mit einem Sortierer quasi einstellst und quasi das alles über einen Port laufen lässt, weil dann wäre die Frage, ob es dann auch noch als verschiedene Inventare ansieht. Habe ich doch. Weil, ja, ich habe doch nur einen Ausgang. Hast du gerade momentan Hydrogen? Dann kann ich es dir besser zeigen. Ich kann gerade nicht fliegen. Nee, wir machen erstmal so weiter. Aber klar, Hydrogen, wie gesagt, kriegst du hier hinten. Einfach hier. So, hier ein paar Motoren. Falls mal, wie gesagt, der Strom knapp wird, können wir auch darauf natürlich zurückgreifen. So, hier kannst du über die Kiste eigentlich in den Generatoren solltest du Flaschen finden. Oder kannst zumindest hier auf O2-Generatoren zugreifen. Solltest du zumindest. Ja, du hast keine Hydrogen Bottles. Nee, hab keine fertig. Und ich hab keine, ich hab auch keine, logischerweise. Achso, ja, dann bauen wir dir gleich welche. So, hier wie gesagt, einfach hier weiter. Hier dann eine Reihe von O2-Generatoren. Ne, man sieht so ein bisschen. So? Du hast so ein bisschen übertrieben. Ja, geht. Also, das ist ja nicht also, der einzige, wir haben noch mehr Stützpunkte. Das ist deswegen. Ja, hier halt, wie gesagt, unsere Andockbrücke, sage ich mal. Also hier können wir halt, wie gesagt, Fahrzeuge, Flugzeuge, was auch immer andocken. Ne? Sieht man jetzt halt auch die Kuh. Hier sind meine Bodenschweißer. Also damit haben wir hier die Platte geschweißt. Hier der große Drucker. Ne, hier ist tatsächlich der auch die kleine Kuh mitgedruckt worden. Genau, der kleine Drucker. Sowas haben wir dann halt alles gebastelt. Was haben wir noch? Ja, hier drüben haben wir, wie gesagt, ich muss mal kurz aus dem kleinen Drucker rauslaufen. Ja. Das ist schlecht. Ist reingefallen? Das ist schlecht. ist ja zum Glück hinten offen. Das hätte ich jetzt ein Problem gehabt. So, wie gesagt, hier links siehst du dann unseren kleinen Schredder. Da sammle ich dann immer die anderen Signals ein. Und dann kommen die halt hier rein und dann kann man halt hier durch die Scheibe, ne, kann man dann halt gucken. Guck mal, da ist so ein kleines Stückchen drin. Ne, dann gehst du also hin und machst du hier Grinding Pitch. So, genau, machst du halt Licht an.
machst du die Türe zu. Na, sonst fliegen die Dinger ja immer in der Gegend rum. Das wollen wir ja nicht. Also wir wollen ja nicht, dass alles in der Gegend rumfliegt, sondern dann natürlich einmal. Das ist so das Richtige für einen Kaffee. Siehst du, Titsch? Kann man übrigens auch Leute reinpacken. So, und da wieder das ganze Retour. So, fertig. So, gehen wir hier weiter. Wie gesagt, hier Container. Ich glaube, hier sind Barren oder sowas drin. Ist hier auch alles Damit wir sortiert. reparieren. Genau, hier sind also unsere Raffinerien, 4 Stück. Hier sind unsere Assembler, 4 Stück. Und, ja, hier Interessant, ist ihr habt ja halt. Industrial Assembler, ne? Ja. Und hier ist halt so Rohstoffcontainer für im Prinzip, ich sage jetzt mal Rohstoffeingang. Hier dann eben unser kleiner Bohrer. Bisschen was ausgebreitet mit Kolben etc. Ja, ist eine frühe Version, ne? Heute würde ich vielleicht auch ein bisschen anders bauen, aber. So, jetzt lass mich mal gerade gucken, wo kriegen wir denn Flaschen her? Wenn du nicht mehr hinterherkommst. Dann haben wir hier unser schönes Bahnhofsgebäude. Ne, hier also, wie gesagt, kann man Fahrkarten kaufen. Kann man hier, wie gesagt, hochgehen zu den Zügen. Hier ist jetzt gerade ein Transportzug, ist hier, steht hier drin. Dann haben wir hier eine kleine Eine nette Schiebebühne. Also hier kann man dann die Züge, wie gesagt, auch auf entsprechende Gleise verschieben, wenn man das so möchte. Funktioniert tatsächlich auch. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ding funktioniert. Ich hatte eigentlich mit Lord Klang gerechnet, aber nee, das tut's. Lord Klang duldet das, Ja, okay. tatsächlich, war auch etwas begeistert. So, hier runter können wir. Hier müssten wir aber jetzt wirklich mal. Hier ist ein Klo. Mein Gott, wie habe ich das denn hier alles zugebastelt? Wo geht's hier eigentlich hin? Dann komm hier hinten rüber. Hier ist eigentlich der gleiche Weg, aber gehen wir hier lang, weil hier kommst du dann auch zum O2-Generator. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch irgendwo eine Flasche für dich haben. Habe ich keine Flasche, Mensch? Nee, Was ist das scheinbar hier? nicht. Das ist unser Aufenthaltsraum. Aber so weit sind wir ja noch Ah, nicht. hier Ne? ist dann. Ja, ich bin neugierig. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, okay, der ist. Kann ich den denn dann jetzt hier mitnehmen? Nee, scheinbar nicht. Okay, muss mal gerade irgendwo dran gehen. Aha, jetzt hab ich's. So, wo bist du? Noch hier unten. Warum habe ich das noch nicht fertig gebaut? Mit Absicht? Könnte sein, dass der da nichts rauszieht. Zack, hier dein Fläschchen. Danke. Ja, und das hier ist unser Aufenthaltsbereich und unser Wohnhaus im Prinzip. Also wir wohnen im Prinzip auf der anderen Seite vom Bahnhof. Hier halt mit Sofa und Fernseher, ne? Und Musik natürlich. Muss Musik haben. Medical Station, wer kennt sie nicht? Waffenkammern. Und hier Was? oben, wie Waffenkammern? gesagt, sind dann halt die Schlafräume. Ah, hier Waffenkammern. Genau, hier waren die Schlafbereiche von den Kollegen. At Stubblefeed, Toto, Schütze 3. Genau. Ja, dann müssen wir den hier mal umbenennen. Edit Text, der Kollege ist ja jetzt nicht da. Heißt du hier auch, wie heißt du nochmal, Walper? Flotten hat mir. Ja, Wilpa. Mir ist egal. Mach Wilper. So, bitteschön. Hier deine Kryokammer. Danke. So, willkommen an Bord. Danke. Wie kommt ihr denn mit der Quarantäne klar? Ja, so richtig noch gar nicht. Wir haben auch noch keine so richtig offizielle Meldung oder sowas von irgendwem. Also, ich sag mal so, die Zeiten, in denen das wirklich kontrolliert wurde, sind gefühlt scheinbar schon vorbei. Also, es war auch wieder ein bisschen paradox. Da packe ich mir ja dann doch so ein bisschen an den Kopf, ne, wenn man so gewisse Sachen mitkriegt. Wenn man so zum Beispiel beim Doc anruft oder auch beim Gesundheitsamt und sagt, hier, liebe Leute, ne, ich habe was Positives, wie sieht's aus? Ja, nee, da müssen Sie erst zu einem richtigen Test fahren. Kann ich verstehen, gar keine Frage. Nur von der Sinnhaftigkeit her, ne, dass ich mich, wie gesagt, dann zu einem Testzentrum begebe, während ich echt übelste Kopfschmerzen hatte. Also mir ging's einfach scheiße.
Dann soll ich klar. mich in mein Auto setzen, soll also zu einem Testzentrum fahren, um mich dann, das ist ja eigentlich das Beste, mit anderen Leuten in eine Schlange zu stellen. Ja, klar. Das finde ich eigentlich viel, viel cooler. Und als ich ihr das dann geschildert habe und gesagt habe, das macht doch irgendwie wenig Sinn, hat sie gesagt, ja, sie können sich ja online anmelden. Da habe ich gedacht, jo, alles klar, bleib wie du bist. Und naja, das soll man halt machen. Also, was ich schön finde, ist, ich hatte es ja Mitte, Ende Januar Ja. und war dann Ende Januar dann auch frei. Ich habe, als ich den positiven Test habe, hieß es, wir schicken das quasi automatisch ans Gesundheitsamt weiter und die rufen dann an und sagen, wie lange sie quasi in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat sich bis heute nicht bei mir gemeldet. Ich bin so versucht, so passiv-aggressiv mal nachzufragen, ob da noch was kommt. Und wann, weil ich wäre mittlerweile gesund und wie das denn so aussieht. Ja, huch, was ist das denn? Ah, Playlist. Beste Mucke. Did. Beste. Bis jetzt ein Schlüsselanhänger an meiner Handtasche ist. Auch sehr schön. Sehr, sehr schön da aber. Sollte man auf jeden Fall haben. Ja, also, wie gesagt, das ist unsere schöne liebe Erde. Ich denke oder ich hoffe, dass wir jetzt gerade hier die Dinger auch schon am Verarbeiten sind. Also Uran und das sieht gut aus. Kobalt und Uran ist drinne. Vom Eis her hoffe ich, dass wir auch genügend haben. Jetzt müsste ja dann die Kuh beladen werden. Ist natürlich doof, wenn wir auf einmal nichts mehr haben. So, was haben wir hier noch? Wie gesagt, hier habe ich ansonsten noch einen kleinen Transporter gebaut. Ja, ein bisschen Selbstverteidigung. Kann sein, dass übertrieben ist, bin ich mir unschlüssig. Ah ja, den hast du schon mal gezeigt. War auch ein bisschen mehr der Versuch, oder der Hinweis an meine lieben Kollegen, dass also Large oder das Small Grid meiner Meinung nach in Teilbereichen überlegen ist. Also zum Beispiel als Transporter halte ich, wie gesagt, Small Grid für überlegen, ne? Denn wenn man hier runter guckt, also das Ding ist mit Hydrogen gespickt. Das Teil kann also auch im All fliegen. Ohne Probleme. Hat aber eben hier 2, 4, 6, 8 große Cargos. Es könnten sogar insgesamt noch mehr sein, ne? Guck mal, ich glaube, da oben sind noch mal welche. Ich glaube, da oben sind noch mal 8. Also, Ja. lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding hier fliegt mit etwa 600 Tonnen ohne Probleme. Und ist natürlich vom Aufwand her und von den Bauteilen her deutlich weniger aufwendig wie ein Large Grid Schiff, was dann 600 Tonnen tragen kann. Wir reden ja immer von tragen. Ja, Das ist klar. Da so. hast du auch absolut recht. Die andere Sache, wo man natürlich sagen kann, ist, Large Grid macht natürlich ab gewissen Punkten trotzdem einfach mehr Sinn, Ja, klar, weil. natürlich. Also, Alleine ich meine, ich kenne. von der Haltbarkeit, also ne, hier ein Small Grid oder was, was hält das aus? Vielleicht 2 bis 3 Schüsse aus einer normalen Handfeuerwaffe. In Large Grid, da schießt du mal eben 20, 30 Schuss drauf aus einer Handfeuerwaffe, ne? Das sind Erstens natürlich das, auch weil Unterschiede. eine Small Grid Panzerplatte hat ein oder zwei Stahlplatten, eine Large Grid 25. Genau, das sind natürlich Unterschiede. Ganz klarer Fall, gebe ich dir auch auf jeden Fall recht, aber. Och, ich habe mir gedacht, was soll's, ne? Wie gesagt, hier so Ich bisschen kenne das. Ich habe rumgespielt und ein Small Grid Schiff, das ist Planetar, einer das meiner hat besten funktioniert. Frachter, die ich habe. Das ist, der arbeitet mit Wechsellader. Also es ist quasi nur eine Gerüststruktur mit den entsprechenden Atmosphärentriebwerken und der kann richtig schwer heben. Der kann über 800 Tonnen kann der bewegen. Und dem habe ich halt so Container gebastelt mit Tanks für Wasserstoff und mit 25 Cargo-Containern kleinen Stück. Der kann die, wenn die voll sind, der schiebt die immer noch von A nach B. Das denke ich mir halt, wie gesagt, hierbei auch. Und das sind dann so Sachen, ja. Wie Ja. gesagt, so ist es halt hier auf der Erde. Deswegen. So, kurz zu dem Thema, dann will ich ja nicht damit abhaken, Oh. Kaffee, weil wie gesagt, ich glaube, das Thema haben wir alle genug. Das muss ich jetzt nicht auch noch vertiefen. Also ja, wie gesagt, wir haben volle Impfung, wir haben auch den Booster und ich muss leider sagen, ich bin absolut enttäuscht in vollster Form. Denn wir haben ganz schön zu kämpfen, wie gesagt, mit Fieber, mit teilweise 2, 3 Tage
durchgängig einfach platt sein mit Schwitzen, mit Halsschmerzen, mit Erkältung. Also ja, und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man jetzt sagt, ja, das ist jetzt 6 Monate her oder sowas. Nein, sondern es war relativ frisch alles. Also es ist doch, um ehrlich zu sein, ein bisschen bitter. Also ich sage jetzt einfach mal so, man hat mir da auf jeden Fall ganz anderes versprochen und zugesagt und naja. Also da muss ich sagen, da waren die Nebenwirkungen, um ehrlich zu sein, waren jetzt, also die hätte ich mir schenken können. Die hatte ich nämlich auch volles Programm. Und das ist, also ich werde vermutlich nicht mehr hingehen. Aber ne, man weiß es nicht. Letztendlich, ich bin einfach nur enttäuscht. Und naja, jetzt kann man natürlich spekulieren, was wäre ohne oder sonstiges. Aber ich kenne Leute, die haben sich gar nichts abgeholt, weil die gesagt haben, ne, ich traue dem ganzen Braten nicht. Und die standen leider fast allesamt besser da. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Ne? Man weiß nicht. Ich war, wie gesagt, viel draußen unterwegs. Es war kalt. Und ja, was soll man da, wie gesagt, machen? Vielleicht war das Immunsystem generell schon geschwächt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie einen schwächeren Verlauf hatten oder dass wir irgendwie besser davon gekommen sind. Ne? Und wir hatten also beide einen sehr ähnlichen Verlauf und den hatten, wie gesagt, alle unsere Bekannten auch. Also egal welchen Status die hatten. Das ist dann schon irgendwo ein bisschen, ja, fast enttäuschend, sage ich mal. Das ist halt, naja, ne, vor allem. Ich habe scheinbar auch noch andere Leute angesteckt, was mir selber ein sehr, sehr schlechtes Gewissen auch noch bereitet. Macht es natürlich auch nicht besser und das ärgert mich eigentlich mit am allermeisten. Denn ursprünglich, wie gesagt, ging es ja darum, andere auch zu schützen. Ne? Dann hieß es ja, man schützt nur noch sich selbst und aber man ist ja dann auch nicht so ansteckend und dies und im Endeffekt, ja. Also es ist alles bisschen fragwürdig, sagen wir es mal so. Ich versuche es kurz zu halten, es ist alles irgendwie ein bisschen fragwürdig. So, ja, hier stehen übrigens, wie gesagt, Schienenfahrzeuge. Habe ich selbst gebaut. Hier ist so ein Bohrer, ne, ein Bohrer, der halt direkt die Schiene schweißen kann. Damit der natürlich auch weiter bohren kann. Das ist im Prinzip ein Schweißzug. Ja, braucht man halt eigentlich nicht mehr, weil man eben den Bohrer hat. Der kann das direkt hier mitmachen. Funktioniert leider nicht ganz so zuverlässig, wie ich das gerne gehabt hätte. Und der hat, wie gesagt, hier hinten einfach ein paar Cargos drauf. So, und wenn der voll ist, dann kommt von hier hinten der Cargozug. Der kann also, ja, der hat ein Cockpit für beide Richtungen. Ne, der hat dann, wie gesagt, einfach die Cargos drauf. Der lädt dann im Prinzip den Bohrer ab. Natürlich, ne, ihr wisst ja, hier Eisenbahn, Dreilichtspitzensignal. Ja, klar, muss man ja haben. Und ja, so kann ich dann, wie gesagt, auch das, was ich rausgebohrt habe, kann ich dann immer direkt wieder im Prinzip verarbeiten. Hier wollte ich mal eine zweite Strecke Oh. bauen. Zu einem Eissee. Die sollte also hier schräg rüber gehen. Allerdings sind Kurven nicht so einfach zu realisieren. Und so mit der Zeit habe ich das Gefühl bekommen, dass eigentlich Monorail, sage ich mal, besser wäre. Also die Wie bessere man Kurven Entscheidung. macht, kann ich dir sagen. Auch hier für so zweigleisige Sachen. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Machen wir, würde ich sagen, ein andermal. Jetzt würde ich sagen, wir überlegen uns erstmal was mit den Schiffen. Ja, Kaffee, vielen Dank, wie gesagt. Wir arbeiten daran. Ne? Ist halt jetzt, ich hoffe, dass ich, wie gesagt, trotzdem morgen auch ein bisschen streamen kann, weil es wird doch langsam schon langweilig. Dabei sind es gerade mal ein paar Tage. Na, was heißt paar Tage? Seit Dienstag sind wir etwa, oder bin ich auf jeden Fall dran. Seit Mittwoch ist auch bewusst, dass ich es habe und die Mittner hat dann eigentlich relativ zeitnah auch nachgezogen. Also das hat vielleicht 2 bis 3 Tage gedauert, dann war die auch dran. Midnight ist wer? Deine Frau oder wie? Genau. So, zum Thema Schiffe. Wir hatten also 2 Ideen. Also ich habe zwei Sachen habe ich auch im Herzen. Also Punkt A, wie gesagt, ich möchte noch mal ein Bohrschiff bauen. Was dann aber jetzt so groß ist, dass es also versenkbare Geschütze bekommt, aber dennoch, wie gesagt, in der Lage ist, durch eigene Bohrlöcher durchzufliegen. Ich kann euch ein Geheimnis verraten, das wird eine Katastrophe. Das wird nämlich riesengroß, das Ding. Ich habe das mal ein bisschen auseruiert. Wer das nicht mitgekriegt hat, in den ersten Mondfolgen, da habe ich so einen kleinen Test aufgebaut.
Und da muss man dann ein bisschen gucken, wie man das alles hinkriegt. Und Punkt 2 ist, ich hatte überlegt, weil ich eben gerade auf dem Mond, guck mal, da hinten ist er, da ist unsere Mondbasis, weil ich vor allem auf dem Mond eben diese Basen habe und habe da diese Schiffe gekauft vom Spiel selber, hatte ich mit dem guten Flottenadmiral gequatscht. Also hier nennt er sich Wilpa, für die Leute, die es nicht wissen, das ist eigentlich der Herr Flottenadmiral. Ja, auf Steam hatten sie mir meinen Namen schon geklaut. Fand ich nicht nett. Ob wir nicht eine Art, ja, kleines, ne, kleines Trägerschiff bauen. Also es soll jetzt nicht übertrieben werden, es soll halt einfach ein Schiffchen sein, vielleicht hinten mit einem geschlossenen Hangar, bin mir noch ein bisschen unschlüssig, was dann in der Lage ist, Schiffe zu transportieren. Hier oben übrigens ein Versuch unserer Monorail. Wir haben auch eine Monorail. Ich werde die Folge dann vielleicht dazu nutzen, euch jetzt noch ein bisschen die Erde zu zeigen. Hier ist übrigens auch ein Bohrer, den ich mal gebaut habe, um im All zu fliegen und zu bohren. Auch ein Small Grid, aber halt dann doch etwas, ja, größer ausgestattet. Funktioniert auch tatsächlich ganz gut, muss ich echt sagen. Ach genau, siehst du, deswegen habe ich auch hier unten die Konnektoren gebaut, damit die mir da oben nicht den das Eis und alles leer ziehen. Hat die Kuh vermutlich jetzt schon gemacht, ne, bei meinem Glück. Und? Na, 43, geht nicht weiter. Das heißt, die hat vermutlich jetzt das ganze Eis schon in sich reingezogen. Na, klasse. Ach, ein Träumchen. Na ja, gut. Dann müssen wir wohl mal zur Tankstelle fliegen. Nehmen wir die Kuh dafür direkt mit. Die Sache ist, wenn du sagst, du willst den Bohrer mit versenkbaren Türmen, Ja. du kannst Türme wirklich tatsächlich mit Kolben und Pistons und dann brauchst du noch die Blast Doors als Abdeckung, weil das ja ein 3x3 Block ist. Das wäre möglich, aber es wäre eine Menge bewegbarer Teile, Ja, um genauso die Ein- möchte und ich es haben. Ausfahrt zu machen. Ja, genauso will ich es Aber haben. das wird riesig. Ja, genauso will ich es haben. Nur ohne die Blast Doors. Die habe ich bis heute noch nicht verstanden, die benutze ich auch nicht. Blast Doors? Ja. Blast Doors ist eigentlich ganz einfach erklärt. Noch einfacher als Jump Drive. Ja, ich weiß, dass es die Dinger gibt, aber ich weiß nicht, was sie bringen sollen oder wofür ich sie benutzen sollte. Blast Doors oder auch Hangartore genannt, sind eben dazu da, wenn du Türen oder so selbst bauen möchtest, die du dann mit Pisten oder zum Beispiel mit Rotoren oder jetzt mit den Scharnieren bewegen willst. Dann kannst du damit eigene Türen bauen. Die Dinger verschließen luftdicht und sind stabil. Okay. Also, wenn du jetzt eine ganz große Garage bauen würdest, wären da Blast Doors eine Idee, wie man das machen könnte. Oder aber auch, wenn du zum Beispiel einen Schacht, wo ein versteckter Geschützturm drin ist, zumachen willst, wenn es nicht gebraucht wird, damit du nicht einen gigantischen Krater in der Seite von deinem Schiff hast. Dafür kann man auch ganz toll Blast Doors nehmen. Überleg's mir noch. Ich baue das Ding erstmal. Ich glaube aber, ich werde das alles gar nicht so richtig brauchen. Ich habe da ein bisschen was anderes im Kopf gehabt. Aber wie gesagt, ich werde darauf zurückkommen. Vielleicht könnten wir aber so eine Riesentür ja für unser Hangarschiff benutzen. Wobei, Ja. wenn da nur kleine Schiffe rein müssen, ist das eigentlich auch egal, ne? Dann kannst du eigentlich auch die normalen Hangartüren nehmen. Die Sache ist halt, und das würde ich, wenn du wirklich versenkbare Dings machen willst, versenkbare Türme, ne? Wäre meine Empfehlung, überleg dir erstmal eine Art und Weise, wie du die Türme versenken willst, so Habe ich als schon. Proof of Alles gut. Habe ich Concept. schon. Hat auch schon Okay. funktioniert. Okay. Und ich denke, so will ich es auch machen. Also Hintergrund ist folgendes. Das Ding soll hauptsächlich mit Türmen draußen fliegen. Das ist auch das, wo die Optik nachgeht. Wenn es aber zum Bohreinsatz kommt, soll es eben die Türme versenken können und dann eben für den Bohrvorgang zumindest, wie gesagt, keine störenden Stellen mehr haben. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich irgendwie vielleicht, wie gesagt, Bohrer ans Heck baue und an die Front dann auch Waffen oder sowas, dass das eigentlich ein Kampfschiff wird, was aber bohren kann. Aber dann habe ich gedacht, nee, dann lieber vorne, wie gesagt, auch Bohrer und hinten ein Hangar. Wir könnten ja vielleicht auch einfach beides vereinen, ne? Theoretisch, ja. Wenn Packen du wir nur da Jump? kleine, Ja. wenn du nur kleine Flieger, so Jägergröße, ne?
Ja, ich weiß nicht, wie groß die alle sind. Da gab es ja einiges zu kaufen. So ist ja nicht. Aber ich muss mal gerade noch. Sorry, ich habe den Chat ein bisschen aus den Augen gelassen. Sorry. Geht die Strecke um die Welt? Nein, Marc, das funktioniert nicht, denn es passiert Folgendes: Die Erde ist ja rund. Und wenn ich aber hier die ganzen Blöcke aneinander packe, dann gehen die gerade. Und dann passiert Folgendes: Die Strecke ist auf der Erde, hat sie angefangen und geht irgendwann hier immer weiter weg. Sie geht also im Prinzip nach oben. Sie bewegt sich mit der Erdkrümmung oder sie bewegt sich nicht mit der Erdkrümmung. Ne, also wie gesagt, das habe ich bis jetzt an Strecke gebaut. So, hier seht ihr, hier ist der Projektor. Also hier ist gerade, oder hier vorne müsste es, genau, hier ist noch am Arbeiten. So, die Strecke bleibt also gerade. Das heißt, irgendwann würde sie die Erde verlassen. So, und das ist halt so ein Punkt. Ich meine, jetzt hier Gelenke reinzukriegen, links und rechts, das kriege ich auch noch hin. Mit Kurven ist das Ganze natürlich etwas schwieriger. Daher, wie gesagt, war auch meine Idee, eventuell auf Monorail umzubauen oder umzuswitchen. Zumindest für die andere Strecke. Das bleibt dann halt einfach, ja, eine Spaß- oder Versuchsstrecke. Und ich würde eventuell eine andere Strecke noch bauen, wo dann eine Monorail fährt. Denn ich glaube, bei einer Monorail könnte ich halt auch relativ simpel mit Gelenken Kurven bauen. Zumindest ist das so mein Gedankengang. Ob das wirklich funktioniert, wer weiß das schon. Also, So, nee, Moment, ich muss erst mit dem Chat weitermachen. alles gut. So, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen. Wir sind im Geiste bei euch. Oh, das ist nett, aber vielen Dank. So, wie wäre es denn in der Größe eines Planetenzerstörerschiffs? Ja, das klingt auf jeden Fall sehr groß. Habe ich keine Ahnung, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Habe also auch gar keine Vorstellung, wie groß das wäre. Der Dodger, Dodger, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Grüß dich. So, Kaffee. Twitch mobbt mich oder auch dich. Such's dir aus. Eigentlich dürfte ich seit heute neu abonnieren, aber Twitch Prime lässt mich nicht. Oh. KFM? Ah. Nein, Dodger. Midna ist krank. Die kriegt keinen Kakao. Die kriegt Vitamin C und. Nicht Vitamin C, Multivitamin und ansonsten gibt es nur Tee und heiße Brühe. Gibt es hier bei uns. Ansonsten gibt es nichts. So, das haben wir auch. So. Gut, dann BFM. Ja, genau. Ja, nicht direkt die Tassenbrühe, sondern dieses, also wir haben diese, wie heißt das denn? Bouillon? Sagt man da Bouillon zu, glaube ich? Also was halt auf jeden Fall. So, schwing dich rein. Wir zwei fliegen mal zum Warte, ich muss Eissee. erstmal finden. Bist du in Ich der Kuh oder bin was? neben der Kuh in dem Dingen mit den vier Cockpits. Neben der Kuh in dem Ding mit den. Ach so, im Transporter. Großer Eissee. Eissee 1. Wirklich mächtiger Eissee, ich glaube, der war's. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Ja. Monorail und halt normale zwei, also Parallelgleis-Schienensysteme bekommen, aber so oder so früher oder später eigentlich dasselbe Problem, weil über diese Scharniere und so weiter drüber zu fahren macht Nordklang sehr glücklich. Das Effektivste ist eigentlich tatsächlich, wenn du die Schiene in quasi Segmenten baust. Und dann immer ganz kleine, weil wenn du ein Grid als Station markierst, dann widersteht es danach ab sofort jeglicher Gravitation. Und der Trick ist quasi, du baust die Schiene vor, fliegst wohin, setzt das so genau dran, wie du es haben willst, setzt das Ganze dann als Station, schweißt dann alles ab von dem Schiff, mit dem du es hin dran gebracht hast, sodass es quasi noch selbst ist, gehst dann wieder ins Schiff rein, setzt das Schiff wieder als Schiff
Aber das, was du abgeflext hast, ist danach immer noch als Station gesetzt und bleibt Oh deswegen genau da, wo es ist. je. Okay, ich keine Und Lust drauf, ist mir so. zu anstrengend. Und so baust du Segment für Segment für Segment eine Eisenbahn. Nein. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Nein. Jetzt wissen wir zwar, wie es geht, aber nein. Obwohl, ich habe auch das Gefühl, dass hier ganz schön am Ruckeln ist. Du Mann, 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 Mann. Ja gut, ist vielleicht ein bisschen viel inzwischen hier auf der Erde, ne? Ja, also ich habe es auch gemerkt, gerade wenn ich hinten an euren Windpark schaue, wo Ja. sehr viele Sachen sich drehen, Ja. sagt er halt ganz schnell mal so, nö. Hat er gerne, ne? Hat er gerne. Ja. Ja. Also, deswegen, ich glaube, ich hätte noch 50 Mal versuchen können, die Dings, die Wurst zu landen. Immer wenn der versucht hätte, euren Windpark zu laden, wäre ich wahrscheinlich immer wieder in der Erde eingeschlagen. Ach Gott. Wahrscheinlich die Hälfte davon hätte ich zielsicher die Basis erwischt. Na siehst du. Ja. Ja, hier meine fliegende Gatling-Plattform. Schön, oder? Na, Ist auch mal was die anderes. Sache ist halt, die Gatlings. Ich wüsste jetzt halt schon, sie ist halt eine Glaskanone, ne? Das muss dir klar sein. Was ist das? Eine Glaskanone. Was ist das denn? Glaskanone macht gigantisch viel Aua, hält aber nichts aus. Ja, richtig. Das ist korrekt. Aber Glaskanone von den Geschützen. das Ding hat halt einfach so viele Geschütze, dass ich mir gedacht habe, die sind ja vor allem auch alle gepanzert, zählen ja als gepanzert. Dass ich mir Ja. halt gedacht habe, ganz ehrlich, und wenn ich die Hälfte davon verliere, das ist egal. Wer auch immer sich hiermit anlegen möchte, der kriegt auf jeden Fall Schaden, versprochen. Da kannst du im Prinzip lachend drauf zufliegen und du weißt ganz genau, der wird Schaden kriegen. Da brauchst du Ich nicht. würde wetten, Ja. ich schaffe es mit nur einem einzigen Geschütz. Wenn ich das zum Turm umbaue, schaffe ich es, das Ding abzuschießen, bevor es mich auch nur treffen kann. Meinst du? Vanilla. Vanilla. Ja. Die Large Grid Railgun. Ein Schuss und das Ding ist weg. Ja, kann Das ja sein, Ding. aber hauptsächlich geht's mir halt, ne? Wie gesagt, ich habe noch nicht PvP gespielt. Das heißt, hauptsächlich muss ich mich natürlich gegen Drohnen verteidigen können. Ja genau, also gegen Drohnen und so weiter ist das geht das ohne Probleme, weil die immer über künstliche Intelligenz, also auf 800 Meter maximal wirken. Aber gerade die Railguns, die haben eine höhere Reichweite, also jetzt die neuen Waffen haben eine höhere Reichweite Ja, gekriegt, und jetzt kann man auch richtig zielen. wenn du die manuell zielst. Ja. Aber du kannst, glaube ich, die Railgun hat 5 oder 6 Kilometer Reichweite, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich habe Da zwei im kannst du. Kopf. Und damit ist sie das Größte. Was ist das denn? Was ist Kann denn ich jetzt das gerade hier? nicht nachschauen, weil ich hier drin sitze. Aber ich kann gleich nochmal nachschauen. Wie auch immer, es sind definitiv mehr als die 800, die künstliche Intelligenz hat. Definitiv. Ah, guck Und mal, wenn ich dich hier ist damit auch ein erwische, Miner. dann hast du auf jeden Fall Spaß. Ja, schön. Guck, hier ist auch ein Miner. So, und hier drüben, also hier, wie gesagt, unsere kleine Eisplattform. Ne? Hier bauen wir, wie gesagt, Eis ab. Hier ist mein Schweißflexer. Auch schönes Ding. Und hier zur Rechten sieht man schon, hier ist also auch eine Monorail. Und die erntet Eis. Obwohl ich letztens noch eine Idee für Eisernten hatte, werde ich auch mal versuchen. Allerdings auch mit einem Small Grid Chip würde ich das versuchen. Aber das ist auf jeden Fall unsere kleine Monorail. Wie gesagt, die erntet hier auch immer schön fleißig Eis. Die haben wir uns mal zusammengeschustert. Ich gehe mal kurz Aber ja runter. fast zu stellen, was geschickter wäre. Was? Vielleicht das Eis hier direkt zu verarbeiten und dann einfach nur den Wasserstoff zu transportieren. Ja, jetzt wo du das sagst und wo ich auch festgestellt habe, das funktioniert, könnte das auch sein, in der Tat. Ne, hier könnte Also. man natürlich in aller Seelenruhe einiges an O2-Generatoren hinsetzen. Das war, oder hier soll eigentlich mal eine mobile, oder ne, keine mobile, aber wir wollten hier draus an sich auch mal eine Tankstelle bauen. Heißt also, hier sollte Eis drin sein, hoffe ich zumindest. 7,8, das ist was wenig.
200.000. 121.000 ist auch was sehr wenig. So, auf jeden Fall haben wir hier, wie gesagt, unsere Monorail. Also sie ist halt auch im Small Grid gebaut, ne? Bisschen was großzügiger. Ja, und der Kollege bohrt dann hier halt fröhlich vor sich hin, ne? So, der bohrt ja dann hier das Eis weg. Wobei man jetzt wirklich sagen muss, das wäre an sich gar nicht jetzt so schwierig, das Ganze tatsächlich zu einer Tankstelle entsprechend umzubauen. Man bräuchte natürlich ein bisschen Baumaterial, aber dann würde ich hier quasi ein ganzes Arsenal an H2O2-Generatoren hinstellen. Dann wäre die Frage, ob man auch den Sauerstoff auffangen möchte oder nicht. Dann brauchst du natürlich die entsprechenden Tanks dafür. Und die würden dann erstmal natürlich volllaufen, solange kein Schiff hier angedockt ist. Und dann kannst du halt, wie gesagt, einfach mit der Stockpile-Mechanik umladen. Und dann könnte man eventuell wirklich auch einen reinen Wasserstofftanker bauen. Kann man bestimmt alles. Wie gesagt, ich würde erstmal gucken, weil wir halt jetzt die Infrastruktur nicht hier haben, dass wir weiterhin eventuell erstmal dabei bleiben, hier Eis zu holen. Wir haben halt auch folgendes Problem festgestellt, ne? Wie gesagt, da sind wir wieder bei Erde ist rund, das Ding nicht. Das Teil kommt irgendwann, wie gesagt, hier nicht mehr dran. Ich muss mal gerade gucken, wie das hier ging. So, jetzt müsste ich dann die 7, glaube ich, ne? Genau, so, jetzt fahre ich. So, wenn mich nicht alles irrt, kommen die Kollegen leider gar nicht mehr so tief, dass die noch großartig Eisen abbauen, Eis abbauen. Und das ist natürlich viel, viel schlimmer, denn der fährt jetzt hier drüber und kriegt halt irgendwann, wie gesagt, kein Eis mehr mit. Ja, da wären wir wieder beim Punkt Monorailbau oder generell Eisenbahnbau und Station und ignoriert dann quasi Schwerkraft und so kriegst du dann eine Krümmung hin. Oder ist das Ding hier noch voll? Nee. Ist hier nicht mehr. Das ist die einzige Art und Weise, wie du das machen kannst. Ja, wie gesagt. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn man wenn man quasi die ganzen Bohrer wegschreddert, zweiten Satz Pistons einbaut und quasi so sich dann immer weit nach vorne arbeitet. Aber ja, würde auch gehen. Ist halt auch, wie gesagt, die Frage, ist das der Weisheit letzter Grund? Ich hatte überlegt, vielleicht könnte man ein Fluggerät bauen, was dann einfach Räder an der Seite dran hat. Über Rotoren, die also nichts anderes machen als rollen. Und dann könnte man halt in einem festgelegten Abstand hier über das Eis rollen und mit Bohrern eben einfach, ich sag mal, Eis wegkratzen. Theoretisch gesehen kannst du, wenn es wirklich nur darum geht, soll das Ding hier oben an der Reling zu fixieren, ne? Dafür kannst du auch Landing Gears nehmen. Das habe ich ja inzwischen auch gesehen mal im Netz. Aber ich denke jetzt gerade, wie gesagt, wirklich als eigenes Fluggerät. Also einen eigenen, im Prinzip einen Transporter, der dann vom Prinzip her hier auf dem Eis landet und dann sich da einfach nur noch oder da nur noch drüber rutscht. Also dass ich praktisch die Triebwerke abschalte, die nach oben gehen und rutsche dann übers Eis, während ich halt hinten, ich sag jetzt mal, einen Bohrer drin habe. So, nur mache ich das halt auch mit Rotoren. Da habe ich genau wie hier die Möglichkeit, das schön gleichmäßig machen zu lassen, während der dabei halt das Eis abbaut. So war mein Gedanke. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe deinen Gedanken. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ob das nicht unnötig kompliziert ist. Warum? Warum sollte es unnötig kompliziert sein? Weil ich kann verstehen, wenn du ihn sagst, du willst ihn fixieren quasi. Das kann ich verstehen. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum wieso fixieren mit Rotoren. Er soll oben an der Monorail dann. Nein, fahren, auf oder? Gar keinen Fall. Okay. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, genau deswegen habe ich ja gedacht, das wäre unnötig kompliziert. Nein, das soll im Prinzip, wie gesagt, ein Fluggerät sein, was dann halt einfach hier irgendwo auf der Eisfläche landet. Und ich möchte einfach nur durch die Rotoren im Prinzip einen festen Abstand zum Eis erreichen. Und eben eine gleichmäßig niedrige Geschwindigkeit, die ich dann fahren kann.
So, und dann kann der hier, genau wie du hier. Willst du als Abstandshandler zum Boden, nicht ja. nach oben, okay. Nein. Okay. So, und dann, wie gesagt, kann das Ding, nur du kannst ja keine normalen Räder irgendwie da dran bauen an Fahrzeuge, ne, weil der, oder an Flugzeuge, weil der kriegt das dann irgendwie nicht hin, wann er Räder steuern soll und wann er Triebwerke steuern soll. Das kannst du recht einfach dadurch einstellen, indem du sowohl den Triebwerken als auch den Rädern eine Gruppe zuweist und du hast die einfach nie gleichzeitig parallel an. Ach, und das geht? Das geht. Hm. Naja, gut, ich kann ja auch so einfach ein Fahrwerk dran machen, ne? Kann ja dann über Triebwerke fahren lassen, ne? Genau, das könntest du auch. Dann machst du halt Autolock bei den Triebwerken raus, bei den Fahrwerken raus. Und dann sind die wie Schlittenkufen. Nee, ich meine hier Fahrwerk, hier sowas, hier Räder, hier Räderfahrwerke, oh. hier. So. Ja, auch das wird gehen. Auch das wird gehen. Ne? Ich denke doch auch. Also, du hast eine ganze Menge an Möglichkeiten. Das stimmt. Das ist ja auch das Geniale an diesem Spiel, diese Menge an Möglichkeiten. Ja, als wir auf Triton waren, hatten wir unsere Wasserstoffbasis. Ja. Wir haben irgendwann, habe ich tatsächlich mal einen Wasserstofftransporter für uns gebaut. Der war auch interplanetar. Der hatte nicht viel. Der war auch Skelettstruktur. Der hatte. Halt du bist ganz abgehakt. Ein Large. Hörst du mich noch? Ja, ja, jetzt wieder. Aber da war es zwischendurch so abgehakt. Okay. Bei mir. Auf jeden Fall, wir hatten, der hatte quasi 5 große Hydrogen Tanks, einen für sich und 4 für seine Fracht. Ja. Und der hatte noch einen kleinen Jump Drive und ansonsten, der hatte nicht viel, ne? Aber hat gereicht, um wirklich dann, wenn ich, der hatte dann noch einen großen Cargo Container dabei, mit dem er Fracht transportieren konnte zurück. Und der ist dann regelmäßig die Strecke zu unserer Raumstation geflogen. Hat da quasi Materialien von Triton und vor allem Wasserstoff hingebracht und kam mit Uran und Platin zurück. Hm. Nicht schlecht. Ja, wenn du überlegst, so ein großer Wasserstofftank hat wie viel? 7,5 Millionen oder 15 Millionen, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Muss ich passen. Auf jeden Fall hat er mehr als genug Wasserstofftransport. Hm. Ja. So, hier habe ich wie gesagt noch einen etwas größeren Miner, halt auch atmosphärisch. Dem habe ich dann hier Eis gebohrt. Hier, wie gesagt, glaube ich, hol mal gerade was, das ist nämlich lustig. Funktioniert der noch? Bestimmt, ne? Warum nicht? Der scheint zu funktionieren. Mal hier ein bisschen gucken. 68 Tonnen hat der? Ist hier noch was drin? Stein. Ja, naja, gut. Oh, meine Flasche geht leer. Was man auch überlegen könnte, wäre, ob man hier nicht vielleicht ein Bodenfahrzeug zum Eisfördern einsetzt. Ja, das war ja wie gesagt so mein Gedanke, aber dann habe ich halt gedacht, kombiniere ich das direkt mit einem Fluggerät. Ja, wieso um uns unbedingt fliegen können wir jetzt die Frage. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das ist ja jetzt nicht schlecht, oder? Wenn Sachen fliegen kommt können. Drauf an. Manchmal kann es auch hinderlich sein. Ja, aber so ein Bodenfahrzeug, was einfach hinter sich, also was einfach, ne? Was hinter sich das Eis abkratzt. Genau. Ja. So, wie gesagt, ich hatte ja mal eine mobile Tankstelle gebaut, aber ja, da fehlt halt dann der Bohrkopf. Gut, der war halt mobil, das kann man sich natürlich schenken, indem man das einfach festbaut. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel hier überhaupt reingeht. Ist glaube ich schon fertig, ne? Oh, ups. Ja, ein bisschen meine ich geht noch, oder? Ein bisschen was würde noch gehen. Mal gucken. Wir bohren einfach mal. Ja, ein bisschen geht noch. Na also. So. Ich glaube jetzt reicht's. Bock. Ja, habe ich hier auf jeden Fall einen kleinen Tunnel gebuddelt. Yay. Ja. Survival Kit habt ihr hier nicht, ne? Nee, wieso? Oh,
Ach so, ey. Ich finde gerade 30 AP. Wäre ich da mal dran gegangen. Ups. Was hast du denn gemacht, Mensch? Aber ich glaube, wenn du einfach Weiß ich nicht. haltst du dich nicht auf, wenn du einfach in ein Cockpit gehst? Nein. Schlecht. Ein Fahrzeug, ja, das könnten wir hier bauen, ne? Ja, klar. Und dann könnte man eventuell wirklich überlegen, ob man es dann nicht noch weitermacht und wirklich da hinten die Tankstelle In wirklich Small auch oder in aufbaut Large als Grid? das Fahrzeug. Ja. Das wäre jetzt die nächste Frage. Kannst du theoretisch in beidem bauen. Wird bald. Was baut er hier denn noch was ab? Ja, ne, wenn ich ja wüsste, wann der voll ist, ne? Das kann man sich tatsächlich mit einem Skript anzeigen lassen. Ja, ich kann hier durchscrollen und kann dir sagen, ein paar Container sind noch leer, das reicht. Wenn die Anzahl stimmt, dann haben wir etwa 60, mehr wie 60 Medium-Cargos. Also, da geht wohl noch was. So, ich muss da hinten mal gerade an O2-Generator. Ich hoffe, da ist jetzt noch genug Zeug drinne. Sollte aber. Wie komme ich denn da dran? Oh, am besten einfach hier oben, ne? So, plöpp, plöpp. Sehr schön. Haben wir das zumindest? Also wenn hier halt wirklich umgestellt werden würde, wäre wahrscheinlich zwei Sachen, die ich machen würde. Ich würde diese beiden Stützpunkte zusammenlegen, man quasi nicht zwei getrennte Stützpunkte versorgen muss, sondern dass das alles ein Stützpunkt ist. Zweitens würde ich wahrscheinlich das wirklich so machen, dass ich das Eis direkt vor Ort verarbeiten würde und einfach nur noch den Wasserstoff rumschieben würde, weil der wiegt weniger als das Eis, deutlich weniger. Und ich muss ja nicht unnötig Gewicht tragen. Ne, ich würde es vielleicht sogar noch anders machen. Ich würde vielleicht einfach sagen, so, ab hier wird dann im Prinzip eine Tankstelle, eine Hydrogentankstelle fertig. So, Marc schreibt gerade, also wenn Fahrzeug, dann eher groß. Sehe ich auch Vorteile drin? Könnten wir dann auch zum Beispiel über Rotoren antreiben, dass der eben, wie gesagt, schön gleichmäßig durch die Gegend eiert, obwohl das kann man auch, indem man einfach die Geschwindigkeit reduziert, ne? Das geht ja auch. Könnte man ja auch machen. Geschwindigkeit reduzieren, da muss man halt von Hand fahren. Geht ja auch alles. Ja, oder du, ja, genauso würde. Ja, aber wie gesagt, ich würde quasi dann wirklich einen Hub machen, der sich nur ums Eis verarbeiten kümmert. Und das dann auch eine Stelle und nicht zwei oder drei, wie das jetzt ist. Was Sondern ist ein denn, wenn ich zentraler meine Ausgangspunkt. Monorail, ne, wenn ich hier hinten ein zentrales Gelenk anbringe, dass ich meine ganze Strecke neigen kann? Müsste ja auch funktionieren, ne, vom Prinzip her. Ja, die Sache ist, weswegen ich befürchte, was sich fetzen könnte, wäre, wenn die Räder auf das Gelenk kommen. Da müsstest du wahrscheinlich dann vielleicht den Connector hier unten einen Block weiter nach draußen schieben, damit die Räder oben nicht über Ja, das das Gelenk kriegt man ja drüber hin, das wäre jetzt das eiern. kleinste Problem. Und die Frage wäre, wie willst du das jetzt umsetzen? Quasi da noch ein Gelenk dazwischen. Hör mal, du bist die ganze Zeit abgehackt. Ich weiß jetzt nicht, ob es an mir oder an dir liegt. Na, ich glaube, mir geht gerade das Internet ein bisschen in die Knie. Huch. Ein Boot, das mit Propellern angetrieben wird. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie so eine Art Luftkissenboot. Ich glaube nur, das ist etwas unpraktisch. Denn wir können, wie gesagt, bei Rädern haben wir halt einen riesen Vorteil. Wir können die Höhe im Prinzip gleichmäßig einstellen, wieder bei diesem Panzer, den ich zuletzt bei Wechselvolt gebaut habe.
So stelle ich mir das halt in etwa vor, dass wir dann einfach ein Fahrzeug haben, was hinter sich Bohrer herzieht. Und wir können dann über Fahrwerke können wir halt eine feste Höhe einstellen, wo ich einen riesen Vorteil drinne sehe. Bei Bohrern, die würde ich auch da nicht an einem Kolben machen, sondern ich würde die einfach in einer Treppe anordnen, dann wäre ich fertig. Und dann kann man eben, wie gesagt, durch das Fahrwerk kann man das dann ein bisschen hoch und runter fahren. Und dann läuft's. So. Ist zumindest mein Gedanke, dass man das so Ich macht. fürchte, ich muss an der Stelle aussteigen, weil meine Verbindung geht gerade in die Knie und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich mal einen Rückzug angehen. Ja, alles klar. Lieber Herr Admiral, ich bedanke mich vielmals für deine Unterstützung. Die Schiffe sind Gerne. gut und sicher nach Hause gekommen, wenn auch mit kleinen Zwischenfällen aufgrund meiner, ja, schnellen Verbindungstrennerei. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir waren durchweg erfolgreich, oder? Und von daher, vielen Dank und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ja, dann bis demnächst. Ciao. Tschüss. Oh, die scheinen alle voll zu sein, ne? Ja, Leute, die sind alle voll abgefahren. So, dann zurück. Sind die jetzt wirklich alle voll? Das wäre aber echt heftig. Nee. Ah, ich hatte nach Eis gesucht. Ja klar, da zeigt er mir natürlich auch nur die vollen an. Habe ich wieder toll hingekriegt. Mein Fehler. Wollte schon sagen. Hier sind doch noch. Da, guck mal hier. Da geht doch noch was. Da geht doch noch was. Ah, siehste. Natürlich ein bisschen schade, dass das Ding nicht direkt einen Konnektor oben gekriegt hat, ne? Aber ja gut, wir haben es halt in Etappen gebaut, ne? Und dann hier zusammengeschoben. Hier sieht man es ja doch noch ein bisschen. Hier waren die einzelnen Pakete. Die haben wir dann hier, wie gesagt, zusammengeschustert. Aber es läuft, also von daher, ich finde das schon gar nicht schlecht. Finde das hier gar nicht schlecht. Ne, so wie gesagt, sieht das dann im Übrigen aus. So, hier die Räder an der Seite. Die dienen im Übrigen einfach nur, ja, dass das Ding sich halt eben mittig hält, ne? So. So. Tja, was machen wir denn dann als nächstes? Fangen wir jetzt heute noch an, ein Schiff zu bauen? Ich glaube fast nicht. Muss ehrlich gesagt gestehen, mir tut ein bisschen der Kopf weh. Ich bin auch was müde. Ich lass das Ding jetzt noch fahren. Guck, dass ich hier nochmal Eis geholt kriege oder ich fliege nochmal gerade rüber, hol da mein Eis. Ich mache hier jetzt alles leer. Und so, Connector, Connector, Cargo. So, und hier mal gerade Eis. Zack, zack. Was? Mehr Eis ist hier nicht zu holen. Traurig. Das ist traurig. So, dann Triebwerke sind noch an. Dann gehen wir hier wieder hoch. Wenn wir das voll haben, das Ding. Oh, guck mal, wir haben schon 400 Tonnen. Huch. Das ging jetzt natürlich dann doch recht fix. Doch, hat mehr, wie ich dachte. So, dann sollte es ein bisschen Bettruhe machen gleich. Genau. Ist für den Körper wohl besser. Ja, also, wie gesagt, danke an der Stelle, Kaffee. Aber irgendwas muss man ja machen, ne? Und ich war, um ehrlich zu sein, ganz stolz. Ich hatte ja richtig vorproduziert für YouTube. Also ich hatte ja richtig Videos vorproduziert. Richtig vorproduziert. Ja, was soll ich sagen? Ich habe noch 2 Tage. Das ist natürlich auch für mich so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen deprimierend, aber ich habe es mir halt anders vorgestellt, ne? Ich will jetzt mein bisschen
den Vorsprung nicht unbedingt aufgeben, aber hat natürlich auch sehr, sehr gut getan, dass ich diesen Vorsprung habe. Das muss man ja jetzt auch hier ganz klar mal sagen. Haben wir natürlich auch ein bisschen so den Allerwertesten jetzt gerettet. Dass dann hier nicht unbedingt alles auf einmal stehen bleibt oder so. Ne? Das ist natürlich auch relativ wichtig. Ah, guck mal hier, Latsch. So, zack, zack. Eieiei. Komm ich immer noch hoch, sag mal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Ja, tatsächlich, ich komme sogar noch ganz gut hoch. Wie viele Triebwerke habe ich denn hier überhaupt? 2, 4, 6, 7. Und 2, 4, 12, 19. Oh, da kann ich ja doch noch was mehr mitnehmen, ne? Ja, dann machen wir das doch noch. Machen wir den dann noch eben leer und dann geht das doch. Dann machen wir das doch noch fix. So, dann haben wir das wenigstens. So, hier ist nochmal Eis. Komm, wo ist hier der Industrie? Da ist er. Aber ich würde sagen, jetzt reicht es aber auch. Die lassen wir jetzt, den lassen wir auch ein bisschen. Oh ja, jetzt tut er sich auch was schwerer. So, Kamera verlassen. Ah, verdammt, wir wollten die. Ja, jetzt muss ich doch nochmal gerade runtergehen. Wir wollten ja den Wagen wenigstens noch zurückschicken. Uiuiuiuiui. Okay, der ist träge. Der ist träge geworden. Gut, vielleicht war ich jetzt doch etwas übermütig. Ist mir ja noch nie passiert, wissen wir alle, aber. Ne? Kann ja immer mal sein. So. So. Da mach doch öfters mal einen Cut. 20 bis 30 Minuten Folgen reichen auf YouTube auch. Da sagst du was, aber länger als 15 Minuten schauen eh nur 35% und ich. Also ich schaue tatsächlich auch deutlich länger wie 15 Minuten. Ich muss sogar ehrlich sagen, ich finde es schade, dass diese ganzen Dokus, sage ich jetzt mal auch, ne, die ja normalerweise immer ihre 30 Minuten gehen, dass die es wohl abgenommen haben, weil. Aber wenn in den Bohrern das Eis bleibt, dann heißt das aber eigentlich immer, dass man voll ist. Ja, das sieht doch recht gut aus. Ja, komm, muss reichen. Muss einfach reichen jetzt. Aber obwohl soll er auf der Rückfahrt auch noch was kratzen? Nee, soll er nicht, ne? Da. Fahr mal zurück und gut ist. Na, zurückfahren mag er nicht. Hört ihr das? Das ist übrigens Clang. Hier dieses Pomp, 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 Pomp. Dieses Metall auf Metall. Naja, er macht das schon. Ich denke mal, genau deswegen haben sich auch die Räder noch gedreht. Das habe ich beim letzten Mal bestimmt genauso gemacht. So. Und dass wenig Leute längere Videos schauen, ja, lieber Kaffee, das ist mir bekannt. Aber was soll ich machen, wenn ich jetzt hier alle 20 bis 30 Minuten Cut mache? Stell dir mal vor, wir haben dann an einem Sonntag wieder einen guten Tag erwischt, haben ein paar Stunden gestreamt und dann muss ich da 10 oder 20 Videos hochladen. Das bringt ja dann auch nichts. Dann habe ich am Tag 5 Folgen oder was und so habe ich dann halt eine. Also so ist zumindest mein Gedanke. Ich denke, es ist, wie man es dreht und wendet. Von der Zeit her ist es ja die Streaming-Zeit, die ich hochlade. Und wenn ich halt wenig streame, weil ich eben, wie gesagt, viel da am Oldtimer geschraubt habe oder weil ich halt krank bin, dann merkt man das halt leider auch auf YouTube. Wobei aktuell merken die Leute das vermutlich noch nicht, da wie gesagt immer noch jeden Tag 2 Videos kommen. Ich versuche das jetzt ein bisschen aufzuteilen. Einmal ein ja, Video ohne Altersbeschränkung, sage ich mal. Also sprich hier Space Engineers, Railroads etc., was wir ganz gern so in unserer Freizeit spielen. Und dann gibt es eben um 20:15 Uhr, gibt es dann passend zum Blockbuster, wer keine Lust hat auf öffentliches Fernsehen, der kann dann zum Beispiel sowas wie eine Folge Red Dead Redemption oder so gucken. Und eventuell, also wie gesagt, ich hatte auch mal überlegt, mit einer Dying Light oder Far Cry zu streamen. Bei Dying Light schwierig. Wir haben halt Dying Light 1, haben wir in der Uncut-Version. Das würde ich also ungerne, wie gesagt, streamen. Ich glaube, dafür könnte man Ärger kriegen.
Ich habe aber jetzt mitgekriegt, dass ja Dying Light 2 wohl keine Uncut-Version mehr bekommen hat. Also es gibt nur die eine im Prinzip, oder es gibt halt nur in Deutschland auch die für Deutschland freigegebene, und dann, ja, müssen wir das halt, wie gesagt, oder das heißt müssen, hoffe ich einfach, dass man das so ganz gut über die Bühne kriegt. So, sagen wir es mal so. Denke, das ist ganz, ganz gut doch ausgedrückt. So, jetzt bringen wir das dahin. Jetzt haben wir 600 Tonnen Eis etwa dabei, ne? Glaube ich. 600, 700 Tonnen, irgendwie sowas. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ja, das reicht, um die Kuh zu fluten. Ansonsten muss ich die halt mal woanders hinstellen, ne? Ist vielleicht sogar die bessere Idee, wenn wir gleich einfach noch einen Landeplatz für die Kuh bauen. Stellen die dann dahin, dass die zwar mit Strom versorgt wird, aber uns nicht das Eis wegnimmt. Und dann können wir hier wieder unser Eis reinsetzen. Dann kann ich hier erstmal so was wie hier meinen Transporter hier wieder auftanken. Das ist ja dann doch, sage ich jetzt mal, ein bisschen was wichtiger, dass der erstmal wieder voll ist. Bevor ich da meine Aalkuh wieder mit Wasserstoff fülle. Und ich muss aufpassen, hier mein fliegender Klotz, der ist ganz schön träge jetzt geworden. Ganz schön träge ist er. Obwohl er doch da oben einen Deckel voll mit Gyroskopen hat. Naja. So, ich hätte gerne mal Zeit für meine Hobbys. Oder zumindest für den Garten. Aber naja. Wenn man Montagmorgen losfährt und Freitagabends wieder zu Hause ist, dann ist da nicht mehr viel Zeit übrig. Da sagst du was, Kaffee, da sagst du was. Das glaube ich dir sogar. Von daher, ich hatte jetzt, wie gesagt, ich musste das eine auch sehr lange liegen lassen. Jetzt möchte ich auch versuchen, mich da ein bisschen mehr wieder reinzuhängen, dass das ein bisschen vorangeht. Ich da mal langsam aber sicher ein bisschen vorwärts komme. Das Projekt habe ich jetzt leider so lange schon an der Backe gehabt, dass ich sogar die Freude daran verloren habe. Das ist natürlich jetzt nichts besonders Positives, aber es wird halt nicht besser, wenn man dann nicht weitermacht, ne? Das kommt halt auch alles dabei. Ist zwar, wie gesagt, ein bisschen ärgerlich, aber was soll es? War halt leider ein Griff ins Klo. Und ich glaube, somit mein schlimmstes Lehrgeld überhaupt, aber naja. Ich sag mal so, ich bleib dran. Bleib dran, ich krieg Gott sei Dank tatkräftige Unterstützung von meinem Kumpel Lippi. Der unterstützt mich da Gott sei Dank nach Kräften. Andere Kollege unterstützt auch. Und das ist schon wirklich sehr viel wert. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, wenn ich die Unterstützung oder den Rückhalt nicht hätte, hätte ich es vermutlich schon abgefackelt. Wäre vielleicht aber auch die bessere Entscheidung gewesen, um ehrlich zu sein. Das, ich sage, war leider ein sehr, sehr großes Griff ins Klo. Ein sehr, sehr großes. Also ein großer Griff. Also wirklich ein mächtiger Griff. Also so richtig mit Anlauf. Ja, du kommst irgendwann an einen Punkt, ne, dann bist du so, ich sag mal, vom Regen in die Traufe. Weißt du, was ich meine, Dodger? Also es handelt sich, wie gesagt, um eine alte Feuerwehr von 1956. Und die habe ich gekauft. Da hieß es, da ist nicht viel dran. Und ich muss auch gestehen, dem ersten Eindruck nach zu urteilen, war das auch meine Einschätzung. Ich hatte dann noch jemanden dabei, der hat das auch so eingeschätzt. Also, oh, das ist natürlich jetzt auch großer Mist. Ich glaube, jetzt weiß ich ja wieder, warum das Ding hinten stand. So, jetzt muss ich hier mal gucken, wie krieg ich denn jetzt. Am besten einfach hier so gerade raus. Na ja, gut, den Prototyp können wir eigentlich mal wegreißen, aber ist auch egal. Wo kann ich denn hier dran? Hallo, hier. Müsste doch gehen. So. Und auf jeden Fall, wie gesagt, stellte sich dann nachher heraus, ich bin im Prinzip, wie gesagt, vom Regen in die Traufe. Und das ist
Ja, das hat wie gesagt sehr weh getan. Und egal, was man angepackt hat, auf einmal, wie gesagt, war es alles schlechter. Dann gab es dazu keine Papiere. Ja, so weit, so gut. Das wusste ich ja alles. Also so ist es nicht. Ich hatte mich ja drauf eingelassen, ne? Das muss man ja leider dann, so weh das tut, aber das muss man sich manchmal leider dann auch selber eingestehen, dass man gewisse Sachen ja wusste. Ne? Sowas wie zum Beispiel mit den Papieren, das wusste ich halt einfach. 5, 6, 7. 8, 9, 10, machen wir mal 11, ne? Dann, da wegen den Geschützen, machen wir mal 3 hoch, ne? 3, dann tun wir den Connector da drauf, dann haben wir 4, dann machen wir 5 und dann ist das gut. So, also ehrlich muss man ja dann leider sein. Das waren ja Sachen, wie gesagt, davon wusste ich halt. Das macht es jetzt natürlich nicht besser im Endeffekt für mich, aber ich wusste es halt einfach. Und ja, ich hatte mir das Ganze leider ein bisschen anders vorgestellt. Ich wollte im Endeffekt, wie gesagt, TÜV drauf kriegen. Wenn aber Fahrzeugpapiere fehlen und dein Fahrzeug steht zu lange, dann brauchst du eine sogenannte Einzelabnahme. So, mein Gott, passiert. Ist halt so, ne? Hier will ich aber mal alle haben. Gib mir mal alle Cargos. Kann ich dich da reinschubsen? Kann ich. Du bist von einem kleinen Schiff. Barren. Barren. Fettiges. Rohstoffe. Hier sind sie doch. So. Zack, entschuldigt, ich muss gerade, ich weiß, ich bin ganz schlecht im Multitasking. Bitte, bitte entschuldigt das. Genau, jetzt schnell weg. Bisschen höher, dass ich da jetzt nicht auch noch dran dötze. Ach komm, ich drehe dich mit der Front zu der Hundefutterwurst. Ich meine, ihr zwei kennt euch ja jetzt auch. Jetzt hoffe ich ja, dass ich da nicht noch gegenramme. Scheint gut gegangen zu sein. Vielleicht nochmal gerade kontrollieren. Ne, das passt sehr schön. So, und auf jeden Fall könnt ihr, wie gesagt, eine Einzelabnahme machen lassen. Ne? Das heißt also, wie gesagt, der TÜV-Prüfer, der guckt wirklich in jede Ecke, will natürlich ein Heidengeld dafür haben. Aber dann bekommt ihr neue Papiere, was natürlich, wie gesagt, unheimlich Wert hat. Ne? Das muss man ganz klar so sehen. Ja, jetzt kommt aber folgendes Problem. Als Privatmann darf man kein Einsatzfahrzeug besitzen. So. Das heißt, ich müsste also alles, was eine Feuerwehr ausmacht, sprich also Sirene, Blaulicht etc., hätte ich komplett abbauen müssen. Und das Problem ist aber, dass ein Teil der Beleuchtung dieser Blaulichter ist in der Karosserie eingearbeitet. Ich hätte also komplett an der Karosserie rumschnitzen müssen. Hatte ich natürlich keine Lust drauf. So, der Ausweg relativ simpel, wie aber auch ja, kompliziert zugleich leider. Man macht direkt eine Oldtimer-Abnahme. So, und wenn man eine Oldtimer-Abnahme macht, dann gibt es da ein ganz besonderes Verfahren. Lass mich nicht lügen, ich glaube, es nennt sich Paragraph 23. So, und wenn man nach Paragraph 23 die Abnahme macht und dieses Fahrzeug nur zum kulturerhaltenden Zweck einsetzt, dann darf man auch als Privatmann eine Feuerwehr besitzen, weil man dann einfach das Vertrauen vom Staat bekommt, dass man eben keine Dummheiten damit macht. Nachteil ist natürlich, man ist selber für alles verantwortlich. Das heißt, ist man trotzdem der Meinung, man müsste Dummheiten machen, dann heißt das also so viel wie, du bist halt dran, ne? Und du bist dann halt, wie gesagt, nicht bloß dran, von wegen hier irgendwie, du hast eine nicht autorisierte Beleuchtung oder sowas benutzt, sondern du bist dann im Prinzip direkt dran mit, ja, Eingriff in den Straßenverkehr und. Und ja, das ist dann, wie gesagt, so eine Sache. Ja, wie gesagt, auch das Dodger, inzwischen geht das. Aber eben auch nur dann, wenn du trotzdem, ich sag mal,
nicht nur einen normalen TÜV machst, sondern das eben auch meistens direkt nur als Oldtimer. Das ist halt so eine Sache. Und da ist dann wiederum das Problem, willst du so eine Zulassung haben, muss dein Fahrzeug erhaltungswürdig sein. Ja, und dafür war bei mir der Lack zu schlecht. Und das bedeutet also, ich musste die ganze Kiste auch noch einmal lackieren. Und lackieren ist echt eine verdammt anstrengende Arbeit. Kostet sehr viel Zeit, kostet sehr, sehr viel Geld. Und in den meisten Fällen, wie gesagt, findet man dann auch noch Stellen, wenn man anfängt rumzuschleifen, die hätte man einfach lieber nicht gefunden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist eigentlich alles scheiße. Es ist an dem Ding eigentlich alles scheiße. Aber wie gesagt, wir geben nicht auf oder ich gebe nicht auf. Nee, wir geben nicht auf und von daher ist das einfach so. So, das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Willkommen zurück auf der Erde. Und ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, eine ganz ruhige und erholsame gute Nacht. Und dann sage ich einfach mal bis demnächst. Tschüss. Gut, dann jetzt noch was zum Abschluss. Ja, ist gut, Kaffee. Dann jetzt noch was zum Abschluss.